Was verschenken die Reutlinger an Ostern? Dieser Frage sind wir in der Innenstadt nachgekommen. Also, liebe Reutlinger, was landet denn so in euren Osternestern? Was ich zu Ostern verschenke? Ja, nicht mehr arg viel. Früher haben meine Kinder immer ein ganz besonderes T-Shirt bekommen. Natürlich werden Eier versteckt, das ist logisch. Ja, so ist es eigentlich. Also meistens Sachen für draußen. Fahrräder, Roller, sowas in die Richtung. Letztes Jahr gab es ein Trampolin. Für alle drei halt dann zusammen. Geld. Meistens sind Süßigkeiten, die man verschenkt, ja. Wir verschenken gar nichts. Wir schenken uns auch nichts. Das haben wir so abgemacht. Genau, wenn wir was schenken, dann nur zu Weihnachten. Ah. Liebe. Also auch nichts. Was anderes noch, oder? Für die Kinder Kleinigkeit. Ja. Was gibt es da dann für die Kinder? Also zum Beispiel Spiele. Ich will jetzt keine Werbung machen. Ich habe schon ein bisschen gesammelt, immer für jeden was zum Einpacken. Ja, und Besuche Ziel, untereinander. Für die Enkelkinder halt irgendwas, Schokoladenhasen. Das Übliche. Meine Frau kriegt vielleicht auch einen kleinen Osterhasen. Unterwäsche an meine beiden Nichten. Das einzige Geschenk, das ich bisher habe. Ich verschenke relativ wenig, das macht alles meine Frau, das ist der Vorteil. Aber es gibt dieses Jahr ein Fahrrad für unsere Tochter, das erste, und da ist sie ganz heiß schon drauf, genau. Schönes Kochbuch zum Beispiel ein schönes Buch über Musik, sowas. Ein schönes Osterei, aber auch Schokolade, gell? Ein schönes Schokoladeei, also das wäre auch mein Traum. Was auch immer Ihr Traum ist, wir hoffen, er erfüllt sich. In diesem Sinne, frohe Ostern!